Wollen wir ein Ding machen? Was? Flachwitz-Challenge? Können wir machen. 10 Flachwitze sag ich, 10 Flachwitze sag du? Ja. Verlierer muss? Großes Ei. Ja. Ja, okay. Let's go! Okay. Wer öfter lacht, hat verloren. Ja. Okay. Was du ein Gummibären bei schlechtem Wetter? Gummistiefel. Okay, nächste Frage. Wo machen Kühe Urlaub? Digga, ist so hässlich, ne? In Kuba. Was ist gelb und kann nicht schwimmen? Ein Bagger. Was ist gelb und kann nicht schwimmen? In Kuba. Nee, das ist das falsche. Ein Bagger. Ein Bagger. Okay. Nächste. Was ist rot und schlecht für die Zähne? In Kuba. Nein. Was hat vier Beine und kann fliegen? Zwei Vögel jetzt. Was ist rot und schlecht für die Zähne? Ein Ziegelstein. Nicht zwei Vögel. Und jetzt der nächste ist, was hat vier Beine und kann fliegen? Du errätst nie. Zwei Vögel! Okay. Wann gehen U-Boote unter? An Tag der offenen Tür. Das war der Witz schon. Treffen sich zwei Kerzen. Sagt die eine zu den anderen, gehen wir heute aus. Was liegt am Strand und spricht undeutlich? Eine Nuschel. Verstehst du? Ein Muschel. Er hat die nicht verstanden, Digga. Eine Muschel. Nein, eine Nuschel. Was ist groß, grau und telefoniert? Ein Telefant. Was ist rot und steht im Wald? Ein Kirsch. Hey, ist falsch geschrieben. Ein Kirsche. Warum bist du so? Wie nennt man einen Bauern mit Studium? Akademiker. Das ist krass, Digga, ich schon, das ist krass. Wenn du da nicht glaubst, dann bist du knallhart. Was ist grün? Und guck durch das Schlüsselloch. Du. Ich hab ihn selber gemacht. Ich hab den Witz selber gemacht. Welches Gemüse ist besonders lustig? Kichererbsen. Wie nennt man einen Keks, der unter einem Baum liegt? Ein schattiges Plätzchen. Was ist grün, hat gute Laune und hüpft umher? In Kuba. Scheiße! Er hat nicht gelacht! Fuck! Ich muss jetzt schon lachen! Okay, komm, los! Was ist groß, grau und tödlich? Scheiße verloren, Digga! Ich konnte nicht mehr. Digga, das Video ist einfach jetzt schon vorbei. Er hat jetzt schon verloren. Pedro's rohes Ei holen essen.
Oh Mann, Digga! Mann! Digga, scheiße! Nein! Nein! Oder das ist so kacke, Digga! Das sind Blatt einmal ein. Es gab einmal eine Szene, wo ich Ei gegessen hab und ich hab angefangen zu weinen einfach. Aber ich bin ein Mann geworden. Okay, ein rohes Ei, ne? Ja. Boah! Hey, Digga! Wie viel da drin ist! Du musst das jetzt komplett essen. Trinken. Sag Bismillah davor. Bismillah. Nee, ey, warte mal. Guck mal, warum ist das so? Guck mal, seht ihr das? Was ist dieses? Ich wollte nichts extra zu meinem Ei. Da ist noch irgendwas Weißes dazu. Ich wollte das nicht. Ey, ich kann ehrlich, ne, mir geht's bei sowas richtig schlimm. Also ich wäre richtig stolz auf mich, wenn ich das schaffen würde. Einfach runter. Ey, das ist voll. Darf ich das so rühren? Nein. Nein? Nein. Aber guck mal, was, wenn ich rein, so dass du rauskotze. Und wenn ich so. Komplett raus. Und das raus? Dann wieder. Drinne. Dann musst du das wieder ertrinken. Boah. Rohes Ei trinken. Los. Bismillah. Alles gut? Ich hab's geschafft. GG, Digga. Aber gut runterbekommen, sag ich dir ehrlich. Hat's scheiße geschmeckt? Ja. Digga, Bodybuilder machen das jeden Morgen. Aber ich glaube, das ist nicht so gesund, ne? Kannst du auch so Dings Krankheiten kriegen und so. Ich hab einmal gehört, einer... Ich hab's geschafft! Nein, Ursch, ich bin stolz auf mich, ne? Ich bin stolz auf mich. Ich hab's ehrlich geschafft. Bist du stolz auf mich? Ja, Mann. Danke, Mann. GG, wirklich.